Hey und herzlich willkommen bei der Fahrschule Freiburg. Ich bin der Tobi, euer Coach für heute und zusammen möchten wir einen absoluten Klassiker in Frankreich und zwar den French 75 zubereiten. Der French 75 hat seine Namensgebung aus einer Kanone des Ersten Weltkriegs. Ihr könnt euch daher vielleicht schon ein bisschen vorstellen, was euch beim Endergebnis heute erwarten wird. Genau, für die Zubereitung benötigen wir heute ein bisschen Champagner, den Citadel Dry Gin mit extra herben und milden Noten, ein wenig Zuckersirup, Zitronensaft und das war's schon. Genau. Alles, was ihr dazu braucht, befindet sich in unserer Champagne Supernova Cocktailbox, die ihr wie immer auf www.liminto.de erwerben könnt. Genau, genug geredet, wir gehen zur Zubereitung des Drinks. Es werden einfach alle Zutaten in einem Shaker zusammengetragen und das Ergebnis dann im Endeffekt dann geshakt und in unserem Champagner bzw. in unserem Sektglas dann nachher eingegeben. Ich habe das jetzt vorab schon mal ein bisschen gekühlt, da der Drink neat bzw. ohne Eis nachher serviert wird. Genau. Ich fange einfach schon mal an mit dem Zitronensaft. Wir benötigen hier von 20 Milliliter oder 2 cl. Könnt das gerne frisch auspressen. Messbecher zur Hand nehmen, jawohl. Und wie gesagt, alles in dem Shaker kombinieren. Zehn Milliliter von dem Zuckersirup. Das Citadel Dry Gin, hiervon benötigen wir 4 cl. Letzte Zutat für das Shaken, selbstverständlich Eis. Das Ganze nun circa 8 Sekunden kräftig shaken. Bis sich auf der Außenseite dann ein wenig Tau gebildet hat. Das ist dann ein Indikator, woran ihr dann sehen könnt, dass ihr lang genug geshakt habt. Das Ganze wird dann in unserem besagten Sektglas, ich mache die Eiswürfel kurz raus, doppelt abgeseilt, um dann auch nochmal die allerletzten Eissplitter dann aus unserem geshakten, aus unserem Shaker rauszubekommen. So. Wunderbar. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ist das Glas nur halb voll? Selbstverständlich haben wir die wichtigste Zutat und auch die Zutat, nachdem unsere Box benannt ist, vergessen. Und zwar den Champagner. Champagner kann man natürlich nicht shaken, würde ich euch auch absolut nicht raten, da sich ja CO2 im Champagner befindet. Und das würde dann leider euren Drink bzw. euren Shaker sprengen. Beim Eingießen ein bisschen vorsichtig sein, dass sich das Glas nicht überhäuft bzw. dass nicht alles komplett überschwemmt ist. Gerne den Schaum ein bisschen kommen lassen und dann beim zweiten Versuch noch mal ein wenig nachgießen. Wunderbar. Als Garnitur benutzen wir dann eine Zitronenzeste, die habe ich vorab schon mal gerichtet. Als kleiner Tipp könnt ihr gerne die eine Seite in die Hand nehmen, in den Zeigefinger und mit dem Daumen dann ein bisschen befestigen und dann einfach als Spirale, na, so rum, als Spirale um den Finger drehen, damit ihr eine Spirale dann quasi bekommt und dann einfach runternehmen und ein bisschen über dem Drink in die Länge ziehen. Somit riecht der Drink auch noch ein wenig und bekommt seine klassische frische Note. Wunderbar. Und angerichtet
der French 75. Perfekt und geeignet für jeden Aperitif. Das war's von meiner Seite. Herrlich. Und auf bald bei der Barschule Freiburg.